Kopf hoch, Vee. Joni, ich sterbe. Nichts kann das aufhalten. Das nächste große Gaming-Highlight steht uns unmittelbar bevor. Phantom Liberty wird die Erweiterung für Cyberpunk 2077, die alles wieder gut machen soll. Eine umfangreiche, dichte, packende und vor allem krass aussehende Expansion, die uns Spielern und Spielerinnen zeigen soll, dass die polnischen Entwickler CD Projekt Red das Cyberpunk-Abenteuer abliefern können, was wir uns von Beginn an vorgestellt haben. In meinem heutigen Video werde ich euch nicht nur die wichtigsten Infos und Fakten zur Erweiterung geben, sondern verrate euch auch, wie ihr das Spiel ohne eigene teure Hardware genießen könnt, via Cloud Gaming. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Cloud Gaming Kanal Bude voll People. Mein Name ist Helmut und ich nehme euch jetzt mit nach Night City. Es ist kein Add-on, es ist kein DLC, es ist eine massive Erweiterung. Phantom Liberty heißt sie. Und bereichert das Hauptspiel Cyberpunk 2077 nicht nur um neue Story-Inhalte, einen neuen Bezirk, neue Charaktere und so weiter, sondern mit dem wenige Tage vorher erscheinenden Update 2.0 für Cyberpunk 2077 auch um etliche Features, die das Hauptspiel aufwerten. Eigentlich könnte man fast meinen, Phantom Liberty ist ein eigenes Spiel. Der Versuch, das ursprünglich in 2020 mit großen Problemen, weil für einige Plattformen unfertig, gestartete Cyberpunk 2077 auf das Niveau zu bringen, was den Entwicklern von CD Projekt Red vorschwebte. Denn tatsächlich, CDPR wollte sich selbst beweisen, dass sie es können, dass sie ein in sich funktionierendes, mitreißendes, wahnsinnig toll aussehendes und vor allem fertiges Spiel im Cyberpunk-Universum herausbringen können. Und natürlich hat man es sich nicht nehmen lassen, erneut Keanu Reeves zu engagieren, um seine Rolle als Johnny Silverhand wieder aufzunehmen. Doch das war's noch gar nicht. Auch mit am Start wird Idris Elba sein, und zwar in seiner Rolle als erfahrener FIA-Agent Solomon Reed. Denn Phantom Liberty wird ein Spionage-Thriller-Abenteuer, bei dem ihr als Vee in das Geflecht aus Spionage und Intrigen eintauchen müsst und die Präsidentin der New USA retten müsst. Das alles in Dogtown, dem neuen, aber auch gefährlichen Distrikt in Night City. Das heißt aber auch, zeitlich wird Phantom Liberty klar vor dem Ende vom Hauptspiel angesiedelt sein, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Aber Leute, ihr merkt, glaube ich, dass ich hin und weg bin von Story, dem Art Design, auch der PR. Und ja, irgendwie sitze ich im Zug. Im Hype Train. Wortwörtlich. Ganz wichtig zu wissen, die Erweiterung Phantom Liberty könnt ihr nur spielen, wenn ihr das Hauptspiel Cyberpunk 2077 bereits besitzt. Es ist also keine eigenständige Erweiterung. Erhältlich ist die Expansion bereits jetzt für Vorbesteller auf PS5, Xbox Series X und S und PC, wobei hier die Plattformen GOG, Steam und Epic unterstützt werden. Ein Release für die Old-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One wird es nicht geben. Der offizielle Release der Erweiterung ist jetzt am 26. September, und zwar genau um 1 Uhr deutscher Zeit. Stellt euch den Wecker, Leute! Was müsst ihr für die Erweiterung zahlen? Alle Plattformen hinweg müsst ihr aktuell 29,99 Euro als Vorbesteller bzw. rund um den Release dann auch bezahlen. Habt ihr das Hauptspiel bisher nicht, dann gibt es dafür natürlich auch die aktuelle Bundles im Angebot, bei dem ihr meist so um die 10 Euro gesamt sparen könnt. Und für die nach eigener Aussage größte Erweiterung, die ein CDPR-Spiel bisher jemals erhalten hat, sind die 30 Euro vermutlich richtig gut investiertes Geld. Denn das bedeutet eben auch, dass Phantom Liberty umfangreicher als die Witcher 3 Erweiterung Blood and Wine werden dürfte, welche mit mehr als 30 Spielstunden für Haupt- und Nebenquests ja bereits den Umfang anderer Vollpreistitel in den Schatten stellte. Leckere Snacks, saubere Finger, Snacker, jetzt mit Durchblick. Egal ob Nüsse, M&Ms, Knickknacks oder ganz neu, die Snacker-eigene Nussmischung mit Honigsalz, Erdnuss,
Ein echter Gamechanger. Jetzt 10% sparen mit dem Code ZWIEBAK. Snagger. Leckere Snacks. Saubere Finger. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass es eine Menge an neuen Inhalten geben wird. Und mit dem am 21.09. erscheinenden Update 2.0 für das Hauptspiel bekommen alle Jooms ebenfalls bereits Content. Und das kostenfrei. Mit dabei sind neue Fähigkeitenbäume, 3 neue Radiosender, ein komplett neues Polizeisystem inklusive 5 Fahndungslevel und finalem Einsatz der Max-Tag. Eine bessere Fahrzeug-KI, Verfolgungsjagden, die ihr Fahren durch die Straßen von Night City versuchen könnt. Und sogar Fahrzeugkämpfe. Vieles davon war vermutlich irgendwann bereits mal eingeplant, aber ergänzt um die bisherigen Updates in all den Monaten zuvor und vor allem den grafischen Raytracing und Pathracing-Effekten wird uns ein echter Augenschmaus erwarten. Und was erwartet uns an neuen Inhalten in der Phantom Liberty Expansion, fragt ihr? Also es gibt einen neuen Stadtdistrikt namens Dogtown. In diesem findet die neue Storyline rund um den Spionagefall und Solomon Reed statt, sodass wir uns natürlich auf eine Menge neuer Charaktere freuen dürfen. Und das halt alles völlig unabhängig vom Hauptspiel. Es wird dynamische Events verschiedener Arten geben, natürlich auch neue Waffen, neue geile Cyberfächen, ihr bekommt spezielle Autos, die ihr nur in der Erweiterung findet und na klar auch neues Cyberware. Dafür wurde die Levelgrenze sogar auf 60 erhöht, sodass sich auch hier völlig neue Möglichkeiten ergeben. Und mal ganz ehrlich, vielleicht sollte man das Hauptspiel einfach auch nochmal von vorn beginnen, also so komplett neu. Mit Update 2.0 macht das Sinn. Wer Bock auf das Spielen von Phantom Liberty hat, aber keinen ausreichend performanten PC oder eine Konsole, dem empfehle ich das Spielen über die Cloud. Cloud Gaming gibt euch nicht nur die Möglichkeit, Phantom Liberty auf einer Vielzahl von Endgeräten zu spielen, ihr benötigt auch keinen freien Festplattenspeicher, hört keine störenden Lüftergeräusche, spart dabei noch Stromkosten und kommt vermutlich auch in den Genuss der grafisch besten Variante, die es für das Spielen von Phantom Liberty gibt. Nein, die Erweiterung wird nicht über xCloud, also dem Cloud Gaming von Xbox, spielbar sein. Auch nicht über PlayStation Plus Premium. Zu Amazon Luna liegen mir keine Infos vor, ich gehe aber nicht davon aus, dass es kommen wird. Doch über Shadow PC und auch GeForce Now seid ihr über die Cloud definitiv bestens versorgt. Die beste Grafik des Spiels, den sogenannten Overdrive-Mode, gibt es aus der Cloud bei GeForce Now. Und zwar in der Ultimate-Stufe. Hier erwartet euch eine RTX 4080 Grafik mit bis zu 120 FPS bei einem Monatspreis von 20 Euro oder 100 Euro für das halbe Jahr. Wollt ihr gar nicht in 4K und grafischen Ultra-Settings spielen, dann dürfte die Priority-Stufe von GeForce Now völlig ausreichend sein, welche ihr für monatlich 10 Euro oder 50 Euro im halben Jahr abonnieren könnt. Bei Shadow geht es ab 33 Euro los im Monat, hierfür bekommt ihr ungefähr das Grafikniveau einer GTX 1080. Wollt ihr bei Shadow PC mehr Power, dann bucht das Power Upgrade für 50 Euro. Dann seid ihr in der Lage, die Grafik-Settings hochzustellen, denn hier kommt Leistung auf dem Niveau einer RTX 3070 zum Einsatz. Vorteil Shadow, es ist ein virtueller PC, ihr könnt also noch wesentlich mehr anstellen als zocken. Vorteil GeForce Now, es ist günstiger und so sofa-tauglich wie möglich, lediglich der Login bei euren Stores kommt ab und an mal vor. Wichtig zu wissen, die kostenlose Version von GeForce Now ist meiner Meinung nach eine Art Demo. Nutzt sie gern, um zu schauen, ob bei euch das Internet für Cloud Gaming okay ist, aber ewig lange Warteschlangen, maximal 27p Auflösung bei sehr geringen grafischen Details und vor allen Dingen einer maximalen Spieldauer von nur einer Stunde? Leute, da kommt kein Spielspaß auf. Vertraut mir, es gibt die freie Variante. Wenn es nach mir gehen würde, könnte ich mich jetzt direkt instant in den Zug neben Solomon Reed hier setzen und dann ab in die Spionagemission. Das Setting packt mich total, die Story natürlich ebenfalls. Der Preis ist vernünftig. GeForce Now Ultimate hier habe ich ja eh schon abonniert, sodass ich mir auch grafisch die Netzhäute wegbrennen lassen kann. Einziges Problem meinerseits ist, dass ich das Hauptspiel noch immer nicht zu Ende gespielt habe und mein Charakter dementsprechend auch echt niedrig gelevelt ist und vor allem auch richtig bescheuert aussieht. Aber ich habe ja auch eure bisherigen Kommentare gelesen und das Hauptspiel dann bewusst nicht weitergespielt, denn ihr hattet ja auch alle recht. Das Update 2.0 macht es eigentlich erst richtig interessant, in Night City wieder einzutauchen.
Und vielleicht fange ich ja wirklich? Nein, ich glaube nicht. Nein, definitiv nicht. Wie werdet ihr die Erweiterung spielen? Lokal? Cloud? GeForce Now? Auf was freut ihr euch in Phantom Liberty am meisten? Schreibt mir es gerne in die Kommentare unter diesem Video und haltet durch. Nur noch wenige Tage bis zum Release. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Du hast eine Knarre in der Hand. Setz sie wem an den Schädel. Drück ab. Highlight steht uns unmittelbar bevor. Bevor? Bevor. Deutsch, Junge, Deutsch. So dass auch hier völlig neue Möglichkeiten möglich sind. Das klingt scheiße. Die mehr Power, dann buch das Bau. Für euch aus Dresden. Vorteil GeForce Now. Es ist günstiger und es ist so.